Und weiter geht's mit einer neuen Folge God of War. So, und letzte Folge haben wir hier das komische Rätsel gelöst. Das Winter, also das Gezeitenrätsel sozusagen. Und ich bin echt gespannt, was jetzt passiert. Die Plattform ist wieder zusammengebaut. Und dann schauen wir doch mal. Die Energie hebt die Plattform. Schreib weiter. Kopf, wie ist das möglich? Meine Vermutung. Zeitmagie, gefährliches Zeug, mit dem hohen Warnwetter früher gern spielen. Die Fähigkeit, die Zeit einzufrieren, war sogar eine Lieblingsbeschäftigung von mir. Früher? Wieso haben Sie aufgehört? Tja, wie sich zeigte, wandern auch Sonne und Mond nicht mehr über den Himmel, wenn man die Zeit anhält. Leider hält es nicht die Wölfe auf, die stets darauf lauern, sie zu zerfleischen. Also beschlossen sie, die Zeit wieder zu buchen. Ich komme nicht an die Schale. Weiter, bevor der Boden einstürzt. Links, komm noch mehr!
muss ich viel schneller sein. Vor allem diese blöde Hexen da. Ei. Mach ja gar nicht unter Zeitdruck. Ich habe auch keine Rage jetzt mehr. Kacke. Oh nein! Vorsicht, Wasser! Von hinten Scheiße. Mach mal bitte! Schneller! Was denn? Hätte irgendwo ranspringen müssen vielleicht.
Die Schale ist fort. Es stürzt ab. Liebst du mal. Gut gemacht. Danke. Der Junge. Ich mach doch nur Spaß. Der Hammerkopf. Wir sind im Hammerkopf, Leute. Das Ding ist wieder nach unten geballert, oder? Okay. Sieht man nicht mehr. Also da ist er. Wie bekommen wir ihn frei? Wir schieben. Aber... Vertrau mir. Bereit? Leg deine ganze Kraft hinein. Jawohl! Was ist mit uns? Wir springen. Wirklich? Komm! Hab keine Angst. Warum sollte ich? Ich hab dich. Ihr seid irre, ihr. Ist gut. Gut. Wir müssen weiter. Geile Sache. Die Spitze. Eins muss man dem Mann lassen. Er versteht es, Dinge zu zerstören. Vergiss das nicht, Kopf. Ich denke stets daran. Okay, weiter geht's. Bedenkt da runter. Oh, warum komme ich denn in diese blöden Kisten nicht ran? Verstehe das nicht. Wie soll ich denn da rankommen? Okay, hilft nicht. Ne. Okay, scheint es hier weiter zu gehen. Das waren die, die bei Baldur waren. Seine Neffen? Ja, Magni und Modi. Die Söhne von Thor. Mutter sagte, dass die Asen die schlimmsten Götter wären. Und Thor der schlimmste der Asen. Dann ist er wohl auch ein schrecklicher Vater. Sie sind keine Kinder mehr. Das ist keine Entschuldigung. Kommt Sindri klar? Die werden ihn nicht mal finden. Okay, hier haben wir schon wieder so ein magisches Tor. Ah, der große Speisesaal. Neidobjekt von ganz Midgard. Komisch. Da war doch ein
riesiger Kronleuchter. Hat richtig Leben in die Bude gebracht. Den aktivieren wir jetzt erstmal noch nie. Jetzt schaue ich erstmal hier, ob es noch irgendwas gibt. Da. Ah ja. Können wir nicht hoch? Okay. Du musst immer alles kaputt machen, oder? Wenn ich mich recht erinnere, stand der Thron des Jahres auf der anderen Seite dieser Eiswand. Ich war frei. Kann man gar nicht wegmachen, okay. Aufgehört? Okay, wie geht's hier weiter? Hier eventuell. Geht's ja auch nicht weiter. Was? Kein Plan, wo es jetzt weitergeht, Leute. Irgendwas müssen wir mit dem Ding hier machen. Also was? Konzentrier dich! Hinter dir! Yeah.
Wir müssen irgendwie hier hoch, oder? Aber irgendwie geht's hier nicht hoch. Jetzt warte mal. Warte mal. Ich glaube, ich weiß schon, was wir machen müssen. Hörst du etwas? Ich glaube, wir noch so einen Scheiß da erledigen müssen. Ich habe fast keine Energie mehr. Eieiei. Okay, das hilft nicht. Müssen wir probieren. Rechte Seite!
unbesiegbar. Fast. Ja, wo kommen wir jetzt hier irgendwo raus? Ah, jetzt ist es frei, okay. Okay. Was ist hier für einer? Captain Kalle. Hier, Captain Knochenkalle. Wahnsinn. Verschwinde besser als Thors Söhne auftauchen. Konzentriere dich jetzt auf den verdammten Aufstand. Lass du den Schein. Ich meine, Herr, er hat den und ist nicht tot. Vielleicht. Unser Onkel sieht schon seit Jahren nicht mehr klar. Solange der Vater es glaubt, tut sie es auch. Eine Kiste? Konzentriere dich und hilf mir, sie zu finden. Wir dürfen Vater nicht enttäuschen. Oh, ich schaue dir bei deinen. Okay, Leute, ich würde sagen, wir machen jetzt einen Cut an der Stelle. Ist schon wieder 30 Minuten rum. Die Zeit vergeht in dem Game unglaublich. Passt im Lagerraum gut aufeinander auf. Und wir werden dann natürlich in der nächsten Folge schauen, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr bleibt wieder dran. Und würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Gut, bis dahin wünsche ich euch viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao, ciao. Euer Andi.